Also Leute, ja, wir sind hier in Rustalot gelandet. Die Map wurde extra erstellt. Jeder hat so seine eigenen Berufe. Es spielt alles im Mittelalter. Und wir sind als Stadtwache in dieser Welt. Ich habe schon gehört, dass gestern schon mit Fäkalien um sich geworfen wurde. Und zur Not stopfen wir den Leuten Scheiße ins Maul. Bin nicht der Schlauste, das wird man auch merken. Aber ich bin immer sehr davon überzeugt, dass ich wohl recht habe. Ich bin aber kein Chef, das haben wir dazu zu sagen. Ein Angestellter sozusagen. Lass uns dann mal überraschen, was heute so passiert. Ich sorge für Recht und Ordnung hier in der City. Eine schöne Kleidung haben sie. Seid ihr hier auch berufstätig? Oh, wow. Ah, du bist der auf meiner Liste steht und gestern nicht da war. Ja, ich habe mir übelst einen hinter die Orgel gepustet. Damit kennen die Leute sich hier aus. Halt die Fresse, Yoshi. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Stadtwachen der Stadt. Ich habe eine kurze Frage. Ich hoffe euch. Kannst du mal kurz die Fresse halten? Danke. Also, wo waren wir schon? Ja, dann selbstverständlich, Stadtwache. Ja. Pass auf, Kalle, ich probiere das mal in deiner Sprache dir kurz klar zu machen. Auf gar keinen Fall, Digga, Alter. Hä, wer redet? Verstehst du? Bist du besoffen? Nee, warte mal, ich versuche das in Kalles Worten zu fassen. Ja, mach mal. Vielleicht solltet ihr eurem Kollegen, weiß ich nicht, noch in die Ausnüchterungszelle stecken oder so. Welchen? Wo? Den da hinten, Yoshi? Welchen da? Ja, der ist da hinten. Ah ja. Frau Dings, Bums, ciao. Ja, wie viele Prinzessinnen haben wir eigentlich? Ja, wie viele haben wir eigentlich? Ja, das habe ich auch mich gerade gefragt. Angeblich mehr als ein. Und welche von den beiden ist die Kacke? Und wie war das jetzt? Scheiße, da Nein, sie kam auch mit der Prinzessin Quinjania bei uns in den Laden hinein. Deswegen gehen wir davon aus, dass sie schon... Nein, wir kümmern uns natürlich darum. Ja, ciao. Erlaubt. Ja, einen wunderschönen Tag noch. Ja, schön. Ich kotze mir den Mund bei dem Scheißadel. Ich renne. Bitte bist du? Es ist dringend, es drückt. Pick. Also, sie wollte tatsächlich nach dir suchen. Komm, Dennis Feini. Ist keiner da, ich glaube, die sind alle beim Kampf. Hat keiner aufgepasst, wo der Ach ist. Ach ja, wo war denn das Kampf? Das Kampf? Bei diesem anderen. Da hinten sind auch noch Leute. Ich guck mal. Bidu. Die Damen, bitte. Wo findet denn jetzt der Stadtkampf? Wir sind gerade auf dem Weg dorthin. Einfach hier runter. Oh, wow. Bidu. Ich hab's. Ich weiß, wo wir hin müssen, Männer! Das sind nicht unsere Pferde, Kalle. Ach so. Dann laufen wir halt. Du hast nichts gesehen. Ja. Ich wische mich unter das Volk. Ja, ich wische. Langweilig! Haut euch aufs Maul jetzt! Boah, nee, wollen wir gehen? Lass mal gehen, oder? Einer von ihren Männern borgt mir kurz eine Klinge und ich schlachte das Pferd. Und dann ist hier Feierabend. Die Klinge wird. Lord Edwin, habt ihr eine Klinge für den Mann oder einer eurer Männer? Ja, hallo. Stadtwache, wir benötigen eure Hilfe. Ah, Moment, ich hab zu schnell gedrückt. Ja, was? Ja, auf jeden Fall ist es... Scheißegal. Wie, oh, aufwand. Rösterchen. Oh, das ist Stein. Ja. Wein geht immer gut rein. Ja, zu Vino sag ich Vino. Oder? Lustig. Ich kann das Ding nicht hier alleine stemmen. Hörst du mich? Ulrich, verdammt. Mach auf. Oder was? Ah, oh, mein Kollegen. Moin. Hallo, moin. Habt ihr einen Grund, oder? Ach so, ja, sorry. Ja, ich wollte ja nicht ohne, sorry. Ich bin ja von der Stadtwache und ich muss leider Meldung machen beim, hier, Königshaus. Das ist kein okay. Grund, sich gleich hinzulegen. Ich begleite sie. Ja, ich muss dem König versagen, ne? Top Secret, also wirklich strenger. Also, ihre Tochter, ich mach's wirklich kurz und knapp, hat übelst mitten auf dem Marktplatz in eine Tonne gekackt. Aber die hat wirklich richtig da einen abgeseilt, ne? Und ja, ich habe das natürlich auch gesehen, also gehört. Also ich war jetzt nicht live dabei, weil ich würd jetzt ihren Tochter nicht beim... Sie sagte also, wenn nun ein Gerichtsprozess vonstatten ginge gegen meine Tochter für das Koten auf dem Marktplatz, würdet ihr euch in die Anklage stellen und ihr dies behaupten, dass die königliche Tochter auf den Marktplatz geschissen habe? Danke, Chef, bis zum nächsten Mal und danke, machst du echt super. Du bist wieder da, hey, du bist wieder da. Ja,
Das ist die, die hingeschissen hat. Ich weiß es ganz genau. Ah, ich verstehe. Ich mal, das hier ist der Arschbohrer. Ah, wieso sitzt du dich da? Oh, das ist ja wirklich ein Arschbohrer. Oh, nee, oh. Hui. Oh, nee, oh, mein Arsch. Oh, ihr seid aber ganz schön unordentlich. Also bei mir ist es ein bisschen sauberer. Aber wenigstens habt ihr Stroh. Aber warum liegt das hier? Warum hast du eine Maske auf? Auf diesen Satz habe ich gewartet. Ja. Hilfe! Ich brauche einen Arzt! Ist hier jemand Arzt? Moin! Hallo! Seid ihr Arzt? Was ist hier denn passiert? Entschuldigen Sie bitte, Sie schon wieder... Das ist ja Postfriedensbruch. Dann sehen wir uns morgen, ja? Jo, ciao. So, hier wohne ich. So, jetzt werde ich mir erstmal nochmal schön das Arschloch säubern. Hm? Um Schlafen gehen immer nochmal schön durchpusten. Okay, wer war das? Wer hat hier ein Bild von der Katze aufgehängt? So ein Knüppel würde ich auch mal gerne in meinem Sack haben. Wir sollten uns beraten lassen. Kann nicht leise reden. Moment doch, ich bin noch im Keller. Ich kann nur laut reden, weißt du? Ja, ja, weil du ein Alkoholproblem hast. Moment, ich bin sofort da. Ja, ja. Du kannst auch dezent einfach mit mir reden. Du musst nicht immer so schreien. Ja, ja. Wir sind gleich bei Ihnen. Ich hab's. Ja, ja. Kannst du mir das beibringen, einfach nicht so laut zu reden? Ja, ich würd mir Zeit für dich geben. Ich muss da wohl sehr bitten, dass Sie sich bitte wieder bekleiden, junge Dame. Knickknack. Entschuldigung, das ist mein Hochzeitskleid. Oh. Haben Sie etwas gegen mein Hochzeitskleid einzuwenden? Ich dachte, das sind irgendwie... Das ist die neueste Mode aus Fernerlot. Ja, das sah so scheiße aus, da wusste ich jetzt nicht. Das hab ich nicht gedacht. Diese Stadtwache möchte ich nicht bei meiner Hochzeit haben. Joschi, was soll das denn wieder? Seit einem Jahr sind Sie nun verlobt und nun bereit, den Bund unter den Augen des heiligen Longsheng einzugehen. Möchten zu Beginn dieser Hochzeitsfeierlichkeit Trauzeugen oder etwaige Gäste eine Ansprache halten. Ich bin mal aufgerückt, ne? Das ist unangenehm. Das ist schon besetzt. Der besten und einzigen Taverne Horst Greifenbergstadt. Und während wir hier sitzen, um eure Liebe zu hören, möchte ich ein paar Worte der Weisheit mit euch teilen. Das gibt einen Arschbohrer. Ein... Setz dich mal hin hier. Was ist das hier? So! Alle! Es reicht jetzt! Was zum Teufel? Bringt jetzt Yoshi hier raus! Ich glaub's ja wohl nicht! Gut. Bringt mich raus und hört auf mich einzustechen! Das ist eine gute Idee! Und mich mit Fackeln zu schlagen und zu verbrennen! Ich sperr dir in die Zelle! Er ist besessen! Oh mein Gott! Ja, jetzt ist er geklaut! Er liegt auf Boden! Alle! Der ganze Winter haben wir nicht mehr für auseinandergenommen! Gesehen, wie sein ganzes Inventar auf einmal leer ist und jetzt steht er da und weiß gar nicht, was los ist. Auf einmal ist alles von ihm weg. Oh, Junge. Ah! Alles gut, Kalle? Ich würde das sonst machen mit dem Bürgermeister, ich habe Zeit. Lass die mal, ob du erschlägst. Ich lecke keine Ärsche. Ich hatte mal eine Vergangenheit mit Prinzessin Venjanya, aber das ist egal. Man sollte keine Ärsche lecken. Es sei denn, man hat Nun. Sie sehr gern. Und komm mal her. Und wie schmeck ich? Alles a load of bones. Alles a Buddha in der Mutter. Okay, ja, gut, ich komme natürlich gerne mit raus. Kannst du mir doch mal einmal zeigen, wo hier die Toilette ist? Perfekt. Gute Nacht, mein Freund. Das war jetzt natürlich ungünstig. Hallo? Ist hier die Toilette? Hallo? Hallo? Ich muss es lauter machen, ne? Hang mich mal auf, bitte. Oh, ich komme! Ich weiß nicht. Ah! Verzeiht, was ist mit euch passiert? Ich bin da runtergefallen von ganz oben. Ja, recht herzlichen Dank. Ist das nicht jener, der zuletzt von der Burg stürzte? Das ist jener, der mir den Bogen geschenkt hat?
Ja, ich bin freundlicher. Ja, jetzt mächtig netter Typ. rechts oben. Oh, Tassen. Ich muss jetzt erstmal das goldene Schwert finden. Arrivederci. Tschüssikowski. Dies ist Lord Edel Otto von Schmetterhufen. Es möge dir vorerst gute Dienste erweisen. Ja, dann schwinge ich mal die Hufe. Oder? Okay, wir müssen diesen Typen finden. Den haben wir gestern gesehen. Mit diesem goldenen Schwert. Wir nehmen all unser Geld mit und werden ihn das einfach nur versuchen abzukaufen. Und dann sind wir einfach bei der königlichen Garde. Seid gegrüßt. Halt die Schnauze. Achso, nee. Herr von und zu, Flattermann, Sie müssen mal eben bitte eine, auf ein Wort mit mir, ich bitte Sie ganz inständig mir vorerst einmal zuzuhören, bevor Sie antworten. Das Schwert brauche ich jetzt. Also erstmal ist das wunderschön, haben Sie ja selber schon gesagt, fast. Und ich zahle Ihnen dafür ja auch 400 Taler. Weil das Ding ist, Lord Edwin, falls Sie den kennen, deswegen habe ich auch so einen silbernen Helm auf der Butze hier, der hat gesagt, hol mal bitte das goldene Schwert vom Flatterberg ab. Dann möchte ich höchstpersönlich mit Sir Edwin sprechen darüber. Also Sie wissen schon, dass ich bei der königlichen Garde jetzt gerade unterstellt bin und dass Sie jetzt gerade diesen Befehl verweigern wollen. Ist Ihnen das völlig klar? Die Königsgarde möchte also mein Schwert haben, ja? Richtig, genau. Vater, so sprich. Ja, geil. Wir einigen uns auf 100 Münzen und dann ist Feierabend. Ist genehmigt. War schön, mit den Geschäften zu machen. Leiden Sie mich vor, als Sie haben was für sich. Aber hier. Das ist ja unglaublich. Mein Schwert. Kalle Dingsbums. Kalle Kallberg. Ja. Ich kann nicht mehr Kallberg. Ja. Ich kann nicht mehr Kallberg. Ja. Ich kann es kaum erwarten, dass die Neuzeit kommt. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin Zeit, dass dieses scheiß Mittelalter vorbei ist. Mir tut alles weh. Alle schreien. Sie werfen mit Kacke. Ich sag dir ganz ehrlich, Kallberg, als ich dich kennengelernt habe, dachte ich mir, okay, du bist ein Versager. Du bist ein Alkoholiker, aber mittlerweile bin ich ganz ehrlich zu dir, ich verstehe dich. Sag mal, Kalle, was mir gerade auffällt. Ja. Warte mal, wann wurde denn Plastik erfunden? Was ist Plastik? Also, das heißt wir... Ich bin jetzt mal... Ist die Dirne noch da? Ich dachte, die hätten wir heute Morgen nach Hause geschickt. Hallo? Tür gerade aufgegangen? Aber hier, falsch. Was machst du da, Ulrich? Sag mal, hast du eine Waffel oder was? Hast du eine Waffel oder was? Ey, sollen beruhig dich. Ich hab langsam die Schnauze voll vor dir. Gestern hast du mich schon mit dem Dreizack angepikst und jetzt schon wieder ohne Grund. Was ist denn mit dir? Was soll die Scheiße? Beruhig dich, bitte. Er liegt doch schon. Kalle. Ja. Wir müssen reden. Ins Büro. Komm, schnell. Kalle, willst du uns verlassen? Willst du uns verlassen? Ah, wer hat das denn erzählt? Du hast schon den Hut von denen Gespräch. Auf. Ich hab. Fällst du uns in den Rücken? Oh, ich klopfe. Ja, die sollen sich verpissen, kein Bock hier. Ich dachte, wir brauchen einen Mann bei uns in höherer Instanz, damit wir unseren Respekt, den wir uns hier als Stadtwache besorgen wollen, auch durchsetzen können. Verstehst du das? Haben wir eine Tafel, wo ich das mal aufmalen kann? Oder? Könnt ihr mich doch hören? Ja, warum sollen wir dich denn nicht hören? Ja, ich kann eigentlich. Ich wusste, direkt vor mir. Ich wusste nicht, ob ich reden kann. Hast du dir die Mundstifte in den Ohr gesteckt? Ich dachte schon bezeichnen, warum steckst du die Mundstifte in deine Ohr? Kannst du uns noch hören? Er hat heute Morgen schon das Sprechen verlernt. Ja, und du willst uns verlassen. Bei den oben da zu sein. Die da oben. Nee, pass auf, da klopft schon wieder einer. Ich hab gesagt, du steckst uns ein Messer in den Rücken, aber ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, du fickst uns in den Arsch. Malst du eigentlich schon, ich kann das von hier aus nicht so gut. Ja, ich mal schon, keine Sorge. Malst du schon? Ja, ich mal schon, nein, meine Fresse. Ja, du hast das nicht sehen lassen. Noch hören? Ich bin ganz angemalten Helm schon. So, seht ihr das jetzt? So, was ich angemalt habe. Sehen wir es. Also, ihr seht ja hier den. Fehlt da nicht noch ein blauer und grüner? Da fehlt doch noch ein blauer und grüner. Jemand kotzt eine Fackel für mich? Vigo, halt doch mal die Fresse jetzt! Keinen interessiert das mit deiner Scheißfackel! Warum ist eigentlich Le Floyd gesucht und Mario Pavango? Was sind das für Leute? Anyways, also die Gelben, das sind wir. Wir sind scheiße, das ist das Problem. Unser Ruf ist scheiße. So.
Ich kann das alles nicht mehr. Okay. Ich hab auch. Ja. Und wir brauchen Respekt, indem einer bei den coolen also bei der königlichen Garde anfängt. Und ich, aber ich bin doch trotzdem noch einer von euch. Ich kann ja. Nein, du bist dann nur noch einer von Nein, dann bist du einer von den anderen. Und wir sind dann nur noch einer weniger von den Uncoolen. So muss das. Ja. Okay, ich mal jetzt. Könnt ihr mich noch hören? Ich mal jetzt auch was. So, jetzt geht Kalle zu den anderen Dullis und wir sind traurig. Ich meine, ich bin jetzt auch die ganze Zeit hier und ich habe schon den silbernen Helm auf. Ihr müsst mir ein bisschen vertrauen. Ich muss mich setzen. Aber es gäbe noch eine andere, noch eine andere Option. Vielleicht ist auch wirklich dieses veraltete pissgelbe Trikot. Vielleicht ist das einfach das Problem. Vielleicht brauchen wir einfach eine andere Farbe. Boah, wie wär's mit Königsblau? Kannst du uns nicht einfach neue Trikots besorgen? Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Plan B, würde ich sagen. Ich hole uns neue Trikots. Ja. Ja. Und wir brauchen hier vorne, keine Ahnung, was das für ein Feuerspeiner Gecko ist. Wir brauchen einen Sponsor. Wir brauchen Benzema. Können wir uns nicht von der Schenke sponsoren lassen? Stadtwache bei Feuer. Soll, was ist denn Porsche? Und dann sage ich, hör mir mal zu. Und dann brauchen wir neue Trikots mit Sponsor drauf. Genau. Und ein Auto. Bis morgen. Schläfst du hier oben? Nee, ich muss nochmal nach Hause. Wie gesagt, das Pferd so. Na, tu doch nicht. Also, mit wem hast du denn da? Wer bist du jetzt? Hä? Wie, wer bin ich? Bist du doof, oder? Willst du mich verarschen? Wir unterhalten uns in der Stunde. Ich kann das alles nicht. Ich wünsche dir eine wunderbare Nacht. Ich hätte mir eigentlich fest vorgenommen, jetzt überzulaufen. Aber irgendwie war das jetzt sehr erholsam. Irgendwie will ich jetzt doch nicht mehr. So eine Scheiße. Schneller, Daddy. Werter Herr. Oh, Sie haben das Pferd gefunden, das ich schon den ganzen Tag suche. Ja, das Pferd des Königs. Richtig. Also, weg von dem Pferd. Hey, stopp! Bitte, halt, stopp! Bidu! Das ist jetzt nicht wahr. Gut. Gehe ich jetzt zur Prinzessin? Wir hatten das Pferd gerade. Ja. Naja, dann gehen wir uns mal ins Bettchen legen. Dann morgen. Dietmar, bist du's? Guten Morgen! Warum wird denn jetzt der Folterknecht an der Leine geführt? Hast du noch meinen Pillermann? Hä? Da ist dein Pillermann ist doch da. Hallo, Herr Trunkenbold. Ey, du hast das Pferd geklaut, du Affe. Gestern Abend hast du einfach das Pferd geklaut. Was soll das? Ihr seid in die Gemächer der Prinzessin. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich bin rausgeblieben. Ich hab mich. Betrogen, ihr wisst es ja nicht mal mehr. Von der habe ich mich nicht finden lassen. Das habe ich mir. Das mag ich nicht. Ganz ehrlich, dass sie dem König dienen, das ist eine Schande, ist das? Warum geht er gleich auf Mutter? Yoshi. Moin. Moin. Yoshi. Yoshi, was ist denn? Yoshi, ich dachte, ihr seid Yoshi. Ja, hi, Yoshi. Ja, genau, das bin ich. Ja. Mensch, du. Da kann ich hier mal Probe schlagen. Boah, ekelhaft. Danke, du kannst ihm damit auf den Kopf hauen. Nee. Warum scheißt ihr mich eigentlich so mit Drogen zu? Ich kann ja schon gar nicht mehr gerade. Scheiß auf einer mit. Runter mit. Boah, ich kann ja. Boah, das knallt. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich habe ein Anliegen, ich brauche. Oh. Das ist gut, ich habe auch nicht immer einen Stehen. Ja. Ich sei lieber im Stehen einen sitzen, als im Sitzen einen Stehen, ne? Ich bin mittlerweile bei der königlichen Garde. Ja. Ich will ja nicht hetzen, aber der Ball ist voll im Gange. Lass mal jetzt Partyball gehen. Gute Frau, wie heißen Sie überhaupt? Carolina Klaustaler, mein Name. Oh, schöner Name, ich bin der Kalbert. Also ich sag mal so, du bist jetzt ja meine Begleitung und ich bin quasi erste Offizier vom Gastgeber. Wäre schon schön, wenn du dich schick machst. Dann den hier. Wunderbar, vielen Dank. Den hauen wir uns später zusammen rein. Kalle, wir haben ein Problem. Du hast noch die Schlüssel von Yoshi, die brauche ich dringend.
Jetzt geh mir nicht auf den Sack, ich habe hier gerade ein Date. Ich habe nur einen noch, sehe ich gerade. Ich kann mein Pferd nicht anhalten, es dreht durch. Dreht durch. Also den habe ich noch von ihm. Von der Eingangstür brauche ich den. Boah, weiß ich noch nicht, welcher das ist. Da steht Eingangstür drauf. Nein, du hast mir Kerker gegeben, da steht Kerker drauf. Ich habe jetzt keine Zeit, wirklich. Also das machen wir später, wirklich. Ja, Jotti, wir kriegen deine Schlüssel gerade nicht wieder. Ich glaube, Karl hat die verloren. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen wieder da sein, bis mein Date vom Kacken wieder fertig ist. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warte mal, du datest eine, die kackt? Wir müssen uns beeilen, sonst knutscht den anderen. So, warum brauche ich jetzt Yoshi seine Schlüssel wieder? Ich dachte, wir machen den Laden dicht. Ja, nein, wir werden jetzt zu den Rautenrittern. Carolina, bist du immer noch am Scheißen? Der Herr Vogelbert und der Herr Astibald, sie hatten wirklich sehr viel Angst vor mir, als ich mein Messer zog. Und das ist die Befriedigung, die ich benötige. Also du, Befriedigung übers Messer? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, Es geht ungefähr so. Schlitz! 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 Und dann läuft das Blut heraus, das warme, noch pulsierende Blut. Und... ja. Also fickst du tote Tiere oder was? Okay, da vorne ist mein Chef, du musst jetzt runter. Hallo, habt ihr meine Frau gesehen? Wie sieht sie aus? Ist das die hässliche? Ach, alle drei genau das gleiche. Ich gehe auch Alter, das ist ein komischer Tag. Ich sag dir, Kalle, du bist der Einzige, den ich kenne, der einen Keuschlandsgürtel für die Schnauze braucht. Da sagst du nichts. Fickfresse. Was ist so klasse mit dem MP? Ich hoffe echt, dass es euch gefällt. Ich versuche halt so nach bestem Gewissen das zu machen. Ich denke, es kann nicht jedem gefallen. Aber ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß. Haut rein. Gute Nacht. Tschüss.